Ich begrüße euch zu Folge 44 meines Strick-Podcasts Habt es fein strickt. Ich bin Nico und in der nächsten halben Stunde zeige ich euch, was ich in den letzten 3 Wochen gestrickt habe, fertiggestellt habe oder was halt so los war. Davon werde ich euch erzählen und dann lege ich auch direkt schon los. Ich habe etwas fertiggestellt und zwar habe ich euch schon davon berichtet, ich habe Topflappen gestrickt nach der Anleitung von Ducati. Ich glaube, ich habe die beim letzten Mal gezeigt. Das sind diese hier. Es sind alle Fäden vernäht und ich will auch noch ganz kurz darauf eingehen. Ich habe auch noch ein kleines Handtuch aus den Resten dazu gestrickt und mittlerweile habe ich auch, also es soll ja verschenkt werden und ich habe diese Farben ausgewählt, weil ich das zusammen mit einer Auflaufform bzw. 2 Formen verschenke und das wird dann so aussehen. Ich finde, die Farben passen doch echt ziemlich gut zusammen. Ne? Also das ist jetzt die kleinere Form. Dazu gibt es noch eine größere, die habe ich jetzt hier nicht stehen, weil es eh schon ziemlich voll ist hier auf dem Tisch. So. Nett, ne? Finde ich, ist ein total schönes Geschenk für einen jungen Mann. So. Und dann tue ich das auch schon mal direkt beiseite. Und dann war es das schon? Anleitung ist von Ducati, habe ich ja schon gesagt. Das sind die Baker's Twine Topflappen und das Händetuch. Also die Anleitung für das Händetuch ist ebenfalls direkt dabei, wenn man sich die Anleitung kauft für die Baker's Twine Topflappen. So, das ist fertig geworden. Und einige haben es ja schon über Instagram mitbekommen von mir oder über meine WhatsApp-Nummer. Ich war im Urlaub. Das hatte ich so nicht erzählt beim letzten Mal, aber na gut, ich war halt im Urlaub. Ich war in Südengland, in Cornwall und es hat uns wahnsinnig gut gefallen, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich hatte mir ein bisschen was mitgenommen zum Stricken, aber so viel Zeit ist eigentlich gar nicht gewesen zum Stricken. Wir hatten wunderschönes Wetter, wunderschönes Wetter, jeden Tag Sonnenschein, aber es war nicht heiß. Also wir hatten um die 22 Grad immer und waren viel unterwegs, wir waren viel draußen. Es hat uns einfach wahnsinnig gut gefallen. Dennoch hatte ich ein bisschen Zeit zum Stricken und nicht so wirklich beim Autofahren, denn das Autofahren in England oder in Großbritannien ist nicht so puppy, wie man sich das vorstellt, ne? Denn es ist Linksverkehr. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Ich brauche es nicht. Ich als Beifahrer war völlig, oh Gott, ich musste mich da echt zusammenreißen, ne? Und dann auch noch mich entspannen und stricken, das ging irgendwie nicht so wirklich. Dennoch ist etwas fertig geworden oder nahezu fertig geworden im Urlaub. Dann zu Hause habe ich es dann fertiggestellt. Und zwar ist es das Yume-Shirt ohne Lace-Abteilung, sondern einfach nur ein Kurzarm-Pulli quasi. Ich bin jetzt mal kurz weg. Man könnte das mal hier so sehen. So, denn ich finde es total schön, wenn man darunter jetzt eine weiße Bluse trägt. Finde ich toll. Finde ich total schön. Es ist, finde ich richtig gut. Und deswegen habe ich die Lace-Passe habe ich ganz weggelassen und habe einfach, weil ich wusste, das passt mir, ich habe in Größe M1 gestrickt mit 3,75 Nadelstärke und ich habe verwendet einmal das Garn Loch Lomond Lace von BC Garn und als Beilauffaden noch Mohair. Ich kann nicht ohne Mohair.
Und ich habe die Premia dazu genommen von Lamana und zwar im Farbton Schiefergrau. Bin ausgekommen mit jeweils 3 Knäueln, beziehungsweise die Loch Lomond kommt ja als Strang daher. Ja, es ist ziemlich leicht dadurch und die Premia läuft ja 300 Meter auf 25 Gramm. Also deswegen, das ist wirklich hier, die ist wirklich nur dafür da, diesen leichten Flaum zu geben. Ne? Also Flausch, Flaum, Traum. Ja, also mir gefällt es sehr gut. Das ist aber jetzt auch bei diesen Temperaturen das Äußerste, was ich machen konnte an Mohair. Alle anderen Sachen, die ihr noch kennt, wo ihr vielleicht auch drauf wartet, das ist zum Beispiel der Fairy Bouquet Sweater und auch der Champagner Cardigan. Das ist ja gestrickt aus Merino in Kombination mit Mohair. Das muss leider warten, bis das es sich wieder hier abkühlt. Es ist wirklich mir zu warm, daran zu stricken. Deswegen zeige ich euch heute Sachen, die ihr noch überhaupt gar nicht kennt. Ah nee, gar nicht wahr. Eins kennt ihr. Ja. Jume-Sweater ohne Lace-Abteilung von Isabel Krämer. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt, aber könnt ihr euch ja wahrscheinlich auch denken. Ne? Isabel Krämer ist ja mein All-Time-Favorite. Ich stricke wahnsinnig gerne nach ihren Anleitungen und bin immer sehr zufrieden damit. So, das ist fertig geworden. Mehr ist nicht fertig geworden. Außer ein paar Socken, die habe ich vergessen hier hinzubringen. Die zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Die sind auch... Ich habe mir das ja, das sind die, sind Sneakersocken geworden. Ich habe sie nicht hier oben. Naja, auf jeden Fall sind es Sneakersocken geworden und ich habe beim zweiten Socken habe ich zu spät mit der Spitze angefangen. Ich glaube auch nur eine Runde zu spät, sodass es nicht richtig passt mit dem Rapport von der Farbe. Deswegen mache ich die Spitze nochmal auf. So. Aber dann zeige ich euch das hoffentlich beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So, es ist ja so gut wie fertig geworden. Wieder ein Design von Isabel Krämer und zwar der JC Cardigan. Ich habe hier 1 Million Fäden zu vernähen. Und das sieht so aus. Es ist so süß. Ich finde es so niedlich hier, diese Passe da oben. Und ich finde auch die Garnauswahl hervorragend. Es ist von Pasquali die Safira. Das ist ein Gemisch aus Merino und Seide. Und das, das ist so ein Traum. Wirklich, es ist unheimlich schön. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, vom ersten Ärmel fehlte mir noch das Bündchen und den zweiten Ärmel gab es noch nicht. Und es ist toll. Soll ich es mal anziehen? Irgendjemand... Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, sagt immer, ich schüssel mir das mal über. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Guck mal, ich mache jetzt mal. Es sind wirklich, ihr seht, es sind so viele Fäden, aber es ist richtig, richtig süß. So. Und es passt auch echt schön. Es hat eine ganz, ganz dezente Knopfleiste. Vorne. Und hier ist die andere. Ich habe sogar Knöpfe. Ich hatte Knöpfe, aber die waren dann zu groß. In der Anleitung steht Knöpfe 1 cm Durchmesser. Ja, warum kaufe ich denn dann welche mit 1,5 cm Durchmesser? Die waren einfach zu groß. Ja. Und dann im Urlaub habe ich in einem Geschäft Knöpfe gefunden. Ganz zufällig. Und die habe ich dann direkt gekauft und die passten. Total gut. Also ich finde, ist es nicht süß? Ich finde es so schön. Gefällt mir richtig gut. Ja, wenn die Knöpfe jetzt noch dran sind. Also ich stelle mir vor, dass man das tatsächlich auch wie ein Pulli trägt, also zugeknöpft dann auch trägt. Und jetzt zeige ich euch mal die Knöpfchen. Ich ziehe das erstmal wieder aus. Das ist so schön, wirklich. So. Und so. Aber ihr seht, super viele Fäden noch zu vernähen, ne? Überall. Ja, ist so. Gut. So, wo ist jetzt der Knopf? Ich hatte einen schon angenäht, damit ich euch den gut zeigen kann. Hier.
so einen Karamellton. Und da sind so kleine Blümchen und Blättchen drauf gepresst, reingedrückt. Also finde ich total süß, super passend, richtig schön. Und es kommt auch ganz gut so in der Mini-Knopfleiste. Kommt es ganz gut. Ja, 10 Stück, ne? Muss ich davon annähen. Aber gut. Ich bin ja auch nicht so die Nähfreundin, ne, was das angeht. Aber dadurch, es gefällt mir so gut. Und ich glaube, ich bin gespannt, was beim Waschen passiert. Den Jume muss ich ja auch noch waschen. Aber ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig nachgibt und noch größer wird beim Waschen. Aber wir werden sehen. So, apropos waschen. In der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, das weiß ich jetzt nicht so genau, habe ich kurz geäußert, dass ich ja meine Strickstücke natürlich in der Waschmaschine wasche und mit ganz herkömmlichem Wollwaschmittel aus dem DM. Werbung unbezahlt und unbeauftragt, so wie alles hier. Ich kaufe alles selber, ich bekomme alles, nichts geschenkt oder werde für irgendetwas bezahlt und so weiter. Das ist der Werbehinweis, das wisst ihr sowieso. So, jetzt aber war es dann so, dass die Lene von Instagram, eine Followerin von Instagram hat das gesehen und die hat Connections zu einem Wollshop und hat mit ihrer Chefin gesprochen. Was die Annika ist von der Flauschecke. Der Shop heißt Flauschecke, ist in Hannover und sie hat auch einen Online-Shop. So, und diese Annika, und jetzt kommt die Werbung, diese Annika hat mir dann eine Flasche Wollwaschmittel der Firma KL, nämlich dieses hier, Kaschmirliebe, zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Ich werde es ausprobieren, wahrscheinlich heute Nachmittag noch, mit meinem JC-Cardigan sowie auch mit dem Jume-Sweater ohne Lace und werde dann beim nächsten Mal berichten, wie ich damit klarkomme. Und also es riecht auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es riecht wirklich gut. Also es ist, ja, es riecht gut. Was ist das denn für ein Duft? Weißer Jasmin und Sandelholz. Kaschmirliebe von KL. Ja, danke schön. Damit nicht genug. In dem Päckchen war auch noch eine Garnprobe bzw. ein Knäuel, weil ich stricke im Sommer sehr gerne Baumwoll-Sneakersocken. Finde ich einfach in Turnschuhen oder so, finde ich es einfach total angenehm. Und da habe ich mir dann diese Farbe ausgesucht. Oh nein, Hund. Ich habe sie ausgesperrt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. So ein Sandton mit blauen Sprenkeln. Das ist die Firma Gedifra und die Wolle heißt Lana Mia Cotone Effetto. Ja, Effetto. Effetto. Ist nur die halbe Kraft, ne? Also 100 Gramm, ach nee, gar nicht wahr, 100 Gramm, 330 Meter sind hier drauf. Ich habe gedacht, es wären nur 200, aber es sind dran. Ja, perfekt, super. Dann passt es ja richtig gut für ein paar Sneakersocken. Wunderbar, dankeschön dafür. Dann durfte ich mir noch was aussuchen und zwar... Das finde ich super in diesem Shop. Die Annika bietet in der Flauschecke auch Garnpröbchen an. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel von Chaos Garn, was ja jetzt in aller Munde ist, dass ich weiß nicht, wo die herkommen, aber auf einmal sind sie da. Und Chaos Garn hat zum Beispiel eine Garnqualität, heißt Brushed Alpaca. Und sie bietet Garnpröbchen an und zwar so sehen die dann aus auf kleinen Holzspateln mit oben den entsprechenden Daten draufgeklebt in verschiedenen Farben. Und nicht nur auf der Brushed Alpaca, sondern auch auf dem Merino Garn oder mehr weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, welche Garne sie noch verfügt. Aber ihr könnt gerne mal auf deren Homepage
nachgucken, was es alles für Garnpröbchen gibt. Ich finde, das ist eine super Sache. Dann vielleicht bestellt man sich lieber erstmal sowas, wenn man sich nicht sicher ist. Denn wenn man direkt eine ganze Menge bestellt und hat sich dann doch irgendwie in der Farbe verhauen, weil auf dem Bildschirm sieht eine Farbe anders aus, als man sich vorgestellt hat, naja, er kann schon mal nach hinten losgehen. Ne? Aber deswegen ist das hier wirklich eine gute Sache. Ja, und was habe ich damit vor? Diese beiden nehme ich auf jeden Fall für ein Projekt und dann noch zwei andere oder vielleicht das und noch ein anderes. Ich muss noch mal gucken. Und zwar möchte ich gerne zum Herbst hin den V-Shawl von Chris Berlin stricken. Das ist ein vierfarbiges Dreieckstuch in Kraus rechts. Absolut anfängertauglich steht da. Ich bin ja keine Anfängerin mehr, ne? Aber ich mag das ja total, ne? Wenn das schlicht, aber mit Bums irgendwie ist, ne? Wenn das so richtig so wow, ne? Ja, und das möchte ich gerne zum Herbst hin als Herbst-Winter-Tuch stricken. Könnt ihr ja mal gucken, ob das vielleicht auch was für euch ist. So, Werbeblock fast beendet. Jetzt kommt eine kleine. Jetzt kommt mal was anderes wieder. Ne? So, Brushed Alpaca von der Flauschecke. Ja, dann stricke ich gerade noch an einem Sweater, den ich beim letzten Mal schon angedeutet habe. Und zwar ist es der A Hint of Summer von Isabel Krämer, natürlich. aber. Die Anleitung war mir ein bisschen zu kompliziert. Ich wollte einfach nur irgendwie runterstricken und das ist ein Streifenpulli und das war mir zu kompliziert und dann habe ich mich einfach nur an die Maschenzahlen gehalten und habe den dann so gestrickt, wie ich meinte, das müsste. So. Und es ist bis jetzt herausgekommen, das hier. So. Das ist natürlich Streifen in Blau und Naturweiß. Oder Creme-Naturton. So, Blau-Weiß mit einem V-Ausschnitt. So, ganz schön breit, ne? Aber ist auch so ein oversiziges Teil. So, den kann ich mir jetzt noch nicht überschüsseln. So, aber jetzt ist der erste Strang von dem Blau ist jetzt zu Ende. Deswegen muss ich jetzt eine kleine Pause machen. Ich benutze übrigens die Bio Balance von BC Garn in der Farbe, ich meine es ist Denim, aber ich kann euch die Farbnummer 13, es gibt da mehrere Blautöne, Denim oder Blau, einfach Blau. Ja. So. Und da das eigentlich der einzige ist, den ich noch habe, werde ich jetzt erstmal die Ärmel stricken. Ihr seht, wenn ich das mir so hier so anhalte, ist der halbe Ärmel, dadurch, dass das ganze Ding so breit ist, schon fast erledigt. Ne? Also guck mal, es geht ja schon fast bis zur Ellenbeuge. Und dann einmal runter. So viel ist das nicht, was ich für die Ärmel brauche. Und dann werde ich erstmal die Ärmel machen. Und dann nach unten hin stricken. Sollte mir das nicht ausreichen, habe ich noch eine zweite Farbe und zwar einen Schlammton. Den würde ich noch da unten dann rein kombinieren. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber mal gucken, vielleicht komme ich ja aus und der ist einfach nur blau-weiß gestreift. Und ja, dadurch, dass das blau-weiß natürlich immer so ein Klassiker, so leicht maritim. Und durch diese Weite des Pullis ist es ja auch sehr schlabby. Und das Garn ist natürlich, ich mag das ja sehr gerne, es hat eine relativ trockene Haptik. Ist eine Kombination aus 55% Wolle und 45% Baumwolle. Das hat eine Lauflänge von 225 Metern und eine Maschenprobe von 25 Maschen. Ich stricke das hier ebenfalls mit der 3,75 und
Ihr werdet beim nächsten Mal dann sehen, wie weit ich bin. So, warum sage ich das jetzt extra, dass das eine 225 Meter hat? Es ist nämlich so, dass ich am Samstag, also heute ist Donnerstag, und am Samstag kommt ein neues Design von der, wie heißt sie? Paula Strickt kommt am Samstag raus. Und sie benutzt ebenfalls diese Wolle für ein Oberteil. Das ist so ein T-Shirt-artig, also so viel kann man noch gar nicht sehen auf den Bildern. Das ist so, aber mir gefällt es schon mal sehr gut. Ist so ein kastiges Shirt. Die Ärmel sind bei ihr sowieso immer alles so in einem Guss gestrickt, also ohne großartig neu anfangen und nochmal aufnehmen. Also natürlich auch von oben nach unten. Mehr weiß man noch nicht. Am Samstag erscheint das Design und ich werde mir das auch kaufen. Und sie strickt es halt mit der Bio Balance. Ich möchte es allerdings mit was anderem stricken, und zwar mit der Pinta von Pasquali. In diesem Farbton. Finde ich total schön. Farbton Nummer 102. So, und jetzt, was haben wir hier für eine Zusammensetzung? Merino, Rami und Silk. Lauflänge ist genau das gleiche, ne, 212, es ist etwas weniger, und die Maschenprobe ist ebenfalls 25. Also ich hoffe, dass ich das damit auch machen kann und bin gespannt auf das Design. So, jetzt diese Wolle habe ich mir gekauft bei der Johanna im Jojo-Jans Campen. Und vor meinem Urlaub war ich in dem Geschäft und habe mir 3 Stränge gekauft. Und das reicht natürlich nicht für diesen Sweater. Deswegen bin ich gestern nochmal hingefahren und habe mir noch 2 Stränge gekauft. Aber als ich die ersten 3 gekauft habe, das war so süß, da waren andere Kundinnen im Geschäft. Ich erzähle das jetzt einfach mal so ein bisschen. Waren andere Kundinnen im Geschäft und man kannte mich. Man kannte mich hier vom Podcast. Und die eine Dame hat mich dann auch angesprochen und sagte so, ich kenne sie, ich kenne sie. Und dann haben wir so ein bisschen geplaudert und das war so niedlich. Und leider weiß ich gar nicht, wie sie heißen. Gar nicht, ne? Also, oder sie haben es mir gesagt und ich habe es jetzt vergessen. Auf jeden Fall war das ganz süß. Dann sagte sie wirklich, und das war so herrlich, und dann sagte sie, ich glaube gar nicht, dass ich das jetzt sage, aber darf ich mit Ihnen zusammen ein Selfie machen? Ist das süß, oder? Und dann haben wir das zusammen, wir haben wir zusammen ein Foto gemacht und ihre Tochter ist wohl auch großer Fan. Oh, das war so herrlich, ne? Und ich bin total happy irgendwie nach Hause gefahren und hatte voll das Grinsen im Gesicht. Das war wirklich eine ganz, ganz nette Begegnung. Hallo, ich schicke ganz liebe Grüße. Ja, gut. Und da habe ich halt, ja, diese Wolle gekauft. So, jetzt Schluss mit Quatschen. Weiter hier zum Gestrick. Und als ich gestern die anderen beiden Stränge noch gekauft habe, weil für dieses neue Design braucht man 5 Stränge. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber oh gut, dann habe ich die halt. Habe ich dann noch was gesehen, und zwar diese Lederriemen. Es gab nur noch 2 Stück im Laden. Da habe ich gesagt, dass die sind meine, die muss ich haben. Weil die sind nämlich länger. Ich möchte nämlich gerne eine Tasche stricken. Jetzt war ich immer irgendwie sehr angetan von der French Market Bag von, wie heißt sie, von Petite Knit. Und da gibt es ja auch dann Lederriemen extra zu kaufen, aber die muss man dann annähen. Ich finde es immer ganz schön, dass man die hier mit einem Karabiner irgendwie befestigen kann. Das finde ich gut. Und jetzt ist das so, dass ich die hier gesehen habe und die kann man einfach so daran klippen. Jetzt habe ich aber nicht mir das alles nochmal bei der French Market Bag irgendwie angeguckt und irgendwie hat es mich dann doch nicht umgehauen. Ich zeige euch erstmal die Lederriemen, die sind nämlich von Mood Living heißen die, glaube ich, und habe 2 Stück gekauft.
Weil die von der Länge, ich habe zwar solche ähnlichen Riemen, aber die sind kürzer als die. Und die kann man sich wirklich prima hier um die Schulter legen. So, und jetzt habe ich mir heute Morgen, habe ich mir heute Morgen eine Anleitung gekauft. Und zwar von der Paula M., was sonst, Susanne Müller natürlich, und zwar die Riviera Bag. Eine Strandtasche, sommerliche Tasche im Strukturmuster, perfekt als Strandtasche für den Einkauf auf dem Markt oder einen ausgedehnten Spaziergang an der Riviera. Ja. Von mir aus. Ja, das habe ich mir runtergeladen, denn sie strickt es wahlweise mit einer etwas dickeren Baumwolle oder, nee, es wird gehäkelt, Entschuldigung, sie wird gehäkelt, diese Tasche. Oder eben mit dem Raffia-Band, was so ein Papiergarn ist, und oder eben mit der Papyrus von Kremke. Und die habe ich auch und sie benutzt zufälligerweise genau dieselbe Farbe und gleiche Farbe. Das ist die Farbe Schlamm, Farbe Nummer 73. Ich habe dieses Garn damals bei Maschenfein Berlin bestellt. Es gibt, muss ich gleich dazu sagen, es gibt Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Farben davon. Und nichts, ich musste natürlich heute Morgen erstmal anfangen. Direkt, muss ich erstmal direkt ausprobieren, wie das hier aussieht. Es ist alles ein bisschen schwierig, weil das ist ja, hier, hört ihr das? Also das ist ein etwas seltsames Garn in Anführungszeichen. Sie sagt auch, mit diesem Papyrus-Garn oder Raffia-Band ist es tatsächlich anstrengend zu häkeln damit. Anstrengender als mit der Baumwolle, aber ja, haben wir Zeit. Wir haben ja Zeit. So, Tasche. Apropos Tasche. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar habe ich mir eine Projekttasche gekauft, was gar keine Projekttasche ist, sondern so sieht die nicht aus. So, ich mache die mal eben zu hier oben. So sieht die aus. Ist relativ groß. Ne? Hier sind an den Seiten sind so Eingrifftaschen. Man hat hier in der Mitte noch einen Knopf zum Schließen. Die ist richtig groß, dass da ordentlich was reingeht. Ist auch sehr standfest. Ich habe sogar hier die DIN A4 Ordner da drin. Also nur so ein Klemmbrett, wo ich immer meine Anleitungen drin habe. Innen drin ist ein recht fester Boden. Und jetzt kommt's. So. Auf der anderen Seite sind nämlich auch noch zwei Einstecktaschen. Und jetzt kommt's. Das Ganze ist eine Gartentasche von Tchibo. Werbung unbezahlt und unbeauftragt. So, könnt ihr mal im Online-Shop gucken. Vielleicht findet ihr das genauso gut wie ich. Und für kleines Geld. Kleiner Tipp. So, jetzt habe ich noch ein Projekt, an dem ich gestrickt habe. Und zwar, oh nein. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie die Anleitung heißt. Oh, ich wollte es eben noch nachgeguckt haben. Naja. Auf jeden Fall stricke ich ein Top, was ich aber nicht als Top tragen möchte, sondern als Slipover. Ich habe es letztes Jahr schon gestrickt. So. In der Farbe Gelb. Es würde jetzt auch gut hier unter diesem, also über diesem T-Shirt an, also würde auch gut aussehen. Finde ich auch schön. So. Es ist von Paula Strickt. Ich komme doch nicht drauf, wie das Design heißt. Ich schreibe euch das auf jeden Fall unten in die Infobox. Ist es Cecilia oder Celia? Celia? Cecil! Ah, Cecil Top! So, Cecil Top heißt das. So. Schön, oder? Ich finde es total schön. Ich finde auch dieses Gelb jetzt gerade total gut. Und es ist ein Rippenmuster. Und vorne wie hinten gleich. Wobei das Vorderteil etwas tiefer kommt. Ich stricke das auf der Nadelstärke 3,0.
es ist natürlich dadurch, dass sich das durch das Rückenmuster so sehr zusammenzieht, kann man es natürlich irgendwie nicht so richtig zeigen. Ich stricke die Größe M und habe mein erstes Knäuel schon fertig. Und jetzt zeige ich euch auch, welches ich da benutze. Ich habe extra gewartet, weil ich hatte zwei Stränge. Den zweiten, ich finde das so schön, das so zu zeigen als Strang, besser als Kugeln. Und es ist... Die Farbe nennt sich Sunkissed, ja, ne, passt ja. Und die Zusammensetzung ist 75% Sturwolle, also Merino, 15 Seide, 10 Leinen. Also ganz schön edel, ne? Fasst sich aber durch das Leinen etwas stumpf an, aber ich finde es sehr, sehr schön, angenehm. Und es sind 100 Gramm, 400 Meter Lauflänge. Von der lieben Wolle-Profi von Etsy. Es ist die Miriam von Etsy, Wolle-Profi. Die Miriam hat mir dieses Garn kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also in dem Moment ist es wieder Werbung. Ja, schaut mal vorbei. Sie hat wunderschöne Färbungen. Sie hat auch... normales Garn von anderen Herstellern, aber eben auch selbstgefärbte Wolle dabei und auch Nadeln, Nadelstopper, Maschenmarkierer, diese Scooby-Doo-Bänder und alles Mögliche. Da schaut mal gerne bei ihr vorbei. So, das werde ich dann jetzt auch in Zukunft wickeln müssen, werde ich machen und dann kann ich das hier auch. Bringe ich das hier auch zu Ende. Also bei der Größe M reichen auf jeden Fall zwei Stränge. Bei Größe L werden auch zwei Stück reichen. Denke ich mal. Ja. So. Und dann war es das für heute. Glaube ich. Also ich glaube, ich habe alles. Wenn ich mich so hier umschaue, habe ich euch alles gezeigt von dem, was ich mir hier vorbereitet habe. Ja, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende erstmal. Bei uns ist es ziemlich drückend. In einigen Teilen Deutschlands hat es ja schon geregnet. Bei uns soll es wohl heute Nachmittag anfangen mit dem Regen. Ich hoffe, dass es nicht allzu dramatisch wird. Wir brauchen den Regen, aber wir brauchen nicht immer... Immer diese Mengen auf einmal, ne? Also lieber, ja, ihr wisst, was ich sagen will. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute und strickt fleißig. Ich tue es auch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Do.